Ja, ein führender Regierungspolitiker, der nicht namentlich genannt werden wollte, natürlich nicht, hat Bofalla sogar jetzt schon als, ich zitiere, schlechtesten Kanzleramtsminister aller Zeiten bezeichnet. Ronald Bofalla, der Schlägkatz. Denn der Ton, da sind wir uns einig, macht immer noch die Musik. Hören Sie dazu nun einen Kommentar von Gernot Hassknecht von der Fachzeitschrift Schöner Brüllen. Es mag Sie überraschen, das gerade von mir zu hören. Aber Ronald Bofalla hat unserem guten Ruf irreparablen Schaden zugefügt. Es kann doch nicht angehen, dass ein Minister... Ja, Entschuldigung, da muss ich leider gleich mal unterbrechen, Herr Hassknecht. Sie sagen gerade unseren guten Ruf, den von uns Deutschen, oder wie? Quatsch, den guten Ruf von uns Choleriker natürlich! Also. Kann man hier vielleicht mal einen Satz zu Ende reden? Einen einzigen bekackten Satz? Geht das vielleicht? Wir Choleriker werden jetzt alle in einen Sack gesteckt mit diesem geleckten Anfänger. Ich habe in Göttingen 13 Semester Cholerik studiert. Ich habe schon Leute beleidigt. Da hat der Bofalla noch bei der Jungen Union die Kotzlachen weggewischt. Entschuldigung, jetzt muss ich doch noch mal ganz kurz nachhaken. War unser Thema nicht eigentlich der Umgang der CDU mit Andersdenkenden? Haben Sie mich gerade noch mal unterbrochen? Kann das sein? Sehen Sie, Sie sind im Grunde wie der Bofalla. Sie halten es nicht aus, dass ich eine andere Meinung habe. Das muss man... Oh! Na, muss man das auch aushalten können? Ich reiß dir deine riesige Birne ab, du Klugscheiß! Unterbrich mich doch noch mal! Los, unterbrich mich doch! Hast du keine Lust mehr? Nee, lass mich raus! Gernot Hassknecht, meine Damen und Herren. Ja. Der kleine Mann hat überraschend viel Kraft.